Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir uns einmal den Schrankensatz anschauen und als eine Anwendung des Mittelwertsatzes ihn beweisen. Ich habe den Satz schon einmal angeschrieben. Er hat bis hierhin dieselben Voraussetzungen wie der Mittelwertsatz. Das heißt, wir schauen uns eine stetige Funktion auf einem Intervall von a bis b an, die auf dem offenen Intervall von a bis b außerdem differenzierbar ist. Des Weiteren gibt es eine weitere Voraussetzung, die besagt, dass die Ableitung f', die ja jetzt auf dem offenen Intervall von a bis b definiert ist, beschränkt ist. So. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann existiert ein L, was positiv, also größer gleich 0 ist, sodass diese Ungleichung hier für alle x und y aus dem Intervall von a bis b erfüllt ist. Das hier kennen manche von euch vielleicht schon als die Lipschitz-Bedingung. Also das sagt insbesondere aus, dass die Funktion f auf dem Intervall von a bis b auch Lipschitz-stetig ist. Wir können uns das vorstellen, wenn wir diesen Term hier auf die andere Seite bringen, haben wir hier auf der linken Seite den Betrag der Sekantensteigerung, der Sekante durch die Punkte x, f von x und y, f von y stehen und rechts einfach nur das L, also die Sekantensteigerung auf dem Intervall a bis b ist beschränkt. Kommen wir also zum Beweis. Wir nehmen uns erstmal zwei beliebige Werte x und y her aus dem Intervall. Und wir nehmen einfach mal an, dass x kleiner y ist. Wenn x größer als y wäre, könnten wir die Rollen von x und y einfach vertauschen. Und wenn x kleiner, wenn x genau gleich y ist, wenn wir uns hier dann die Ungleichung anschauen, naja, hier steht einfach dann x minus x, also 0, hier steht f von x minus f von x, also ebenfalls 0, und 0 ist kleiner gleich 0, also ist das im Fall x gleich y auf jeden Fall erfüllt. Wir können uns also auf den Fall x kleiner als y beschränken. Wir geben uns die also vor und schauen uns mal unsere Ungleichung genauer an. Da x echt kleiner y ist, ist dieser Teil hier ungleich 0 und wir können ihn durch Division auf die andere Seite bringen. Wir wollen also irgendein L finden, sodass der Betrag der Sekantensteigerung f von x minus f von y durch x minus y durch dieses L beschränkt ist. Nun wissen wir aber, dass wenn wir f auf das Intervall von x bis y einschränken, die Stetigkeit und die Differenzierbarkeit erhalten bleibt. Wir können also den Mittelwertsatz anwenden, der ja als Voraussetzung eben fordert, dass wir eine stetige und diffbare Funktion auf einem Intervall x bis y haben. In diesem Fall gilt, dass wir ein c finden in dem Intervall, sodass die Ableitung von f an der Stelle c gleich dem Quotienten f von x minus f von y durch x minus y ist. Außerdem wissen wir nach Voraussetzung des Satzes, dass die Ableitung f' beschränkt ist. Durch irgendeinen Wert, den wollen wir jetzt hier L nennen. Also muss insbesondere auch dieser Term hier kleiner gleich dem L sein. Die kleinste mögliche Zahl für L könnten wir zum Beispiel wählen als das Supremum von x aus dem Intervall AB des Betrages der Ableitung. Also wir nehmen einfach die kleinste obere Schranke von f'. Zu Anfang haben wir x und y mit der Voraussetzung beliebig gewählt. Für diese beliebigen x und y haben wir jetzt allgemein eine solche Schranke L durch das Supremum gefunden.
Damit haben wir diese Ungleichung für beliebige x und y gezeigt, was der Inhalt des Satzes ist. Damit sind wir am Ende.